Julia, wollen wir uns mal mit ihm draußen treffen? Nein, nicht. Alter, Typ. Alter, war der Serverraum gerade laut. Judy. Da müsste eigentlich alles safe sein, oder? Komme ich hier durch? Ja. Habe ich hier noch Gegner? Nö. Und dieser. Hey, ich bin in einem riesen Kühlraum. Irgendeine Idee, wie ich hier rauskomme? Ja, kein Problem, Mann. Im hinteren Teil ist ein Entwässerungsrohr, durch das du einen äußeren Zugang erreichst. Aha. Cool, danke. Oh, warte mal. War das richtig? Okay, das. Ja. Er hat's voll drauf. Es war anscheinend richtig. Der weiße Push stört mich immer noch. Ich muss echt mal langsam gucken, was das ist. Er liebt Rutschen. Du hast Horatios Tastenanschläge durch Goodales ersetzt? Niemand schikaniert unseren Horatio und kommt damit davon. Echt heimtückisch, Citara. Ich nehme das als Kompliment. Yeah, antike Münze natürlich. Nice, haben wir das auch noch gekriegt. Schönes Ding. So. Aber ganz ernsthaft müssen die Rohre hier so aussehen. Ach da. Kann sagen, hey, hier komme ich doch gar nicht raus. Moin. Ah, natürlich. Erstmal wieder auf den Campus latschen. Falls das Campus ist. Oder wer noch mehr. Ach, scheiße. Ganz ehrlich, eigentlich kann ich auf die Kohle scheißen, oder? Ich meine, jetzt, wo ich meinen Quadrocopter habe, den ich wahrscheinlich sowieso nicht weiter nutzen werde. Und Klamotte wollte ich mir auch noch holen. Wo war denn jetzt hier der Eingang? Okay, wir müssen nicht zum Eingang. Egal. Hauptsache, unser Kumpel ist wieder safe. Jo, mein Freund. Ja. Ja, das war auch noch nötig. Jo, wie läuft der Transfer? Echt top, Marcus, top. Bloom zapft definitiv die Leitung von Noodle an. Die haben Noodle sogar Teilzugriff auf ihre Inhalte gewährt. Ich bin ja auch für Frieden und Kumbaya, aber der Shit hier trägt eindeutig Dushans Handschrift. Wenn Bloom und Noodle auf die Art kooperieren, das ist ein Riesenfund. Aber es macht mir echt Angst. Ach, kommt schon, so schlimm ist Noodle nicht. Hey, was geht, Horatio? Hey, viel Spaß mit dem Dump. Aber heb mir ein Bier auf, okay, Ranch? Ich muss jetzt erstmal kodieren. Hey, danke, Mann. Ich weiß das alles wirklich zu schätzen. Klar. Aber kannst du dich jetzt mal verziehen? Du machst die Leute nervös. Was? Hey, hast du den Orangapfel probiert? Lecker, oder? Du siehst aus wie jemand mit vielen wertvollen Informationen. Gut. Sag mir alles, was du über DedSec weißt. Ha. Wer zum Geier ist das jetzt gewesen? Warte, bevor ich will jetzt endlich wissen, was das für ein komischer weißer Punkt ist. Der geht Informat, ja toll. Und jetzt ist mir auch endlich eingefallen, woher ich die Stimme kenne. Das war nämlich nicht aus dem Spiel, was ich anfangs gedacht hatte. Das war von Grave Encounters. Ein Typi. Wie konnte ich ihn hier rauszoomen? Warte mal. Wo ist denn der verkackte weiße Punkt? Ist der überhaupt irgendwo? Hey, ich habe hier noch ein Hauptquartier. Okay, Hackerspace, schön. Was war das? Über die Runden kommen. Okay, sind Rennen auch nicht schlecht, aber nee, wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte ja keine Mission jetzt großartig machen. Kohle haben wir ja genug. Und dieser dämliche weiße Punkt. Der regt mich auf. Kann sein, dass der wahrscheinlich bei anderen Spielen, wollte ich gerade sagen, bei anderen Filmen auch mitgewirkt hat, der Sprecher. Aber wie gesagt, ich kenne bloß von Grave Encounters. Kann ich auch nur empfehlen. Oh, warte mal. Ich sollte das vielleicht gerade von dem Bund. Nein! Och, Mann! Nee. Nicht wieder das Ding. Warte kurz. Nein, das war das Falsche. Ich nutze mal ganz kurz die Chance. Mach mal Forschung. Auch wenn ich da jetzt nicht so viel nutzen werde. Oder ich weiß nicht, ob mir das so viel bringt. Wo waren das? War das hier? Gangangriff. Nee, warte mal, das war's nicht. Das war Beutennetz, wollte ich mal ausbauen.
DedSec Follower, um die Welt zu erkunden. Bringt mir das jetzt bloß neue Dings? Nee. Ich meine, wir haben ja einiges an Punkte. Okay. Also es ist bloß zum Auffüllen da, deswegen ich nutze mal nochmal das. Hat mich das jetzt 4 oder 8 gekostet? Oh. Kriege ich damit bloß mehr Nebenaufgaben? Kann das sein? So, Stadtzusammenbruch. Ah ja, das wird vielleicht noch wichtig werden. Erstmal die Roboter. Ich meine, das habe ich im gesamten Let's Play jetzt nicht wirklich gemacht. Also man könnte mal. Was haben wir denn hier? Die gesamte Infrastruktur wird 30 Sekunden lahm. Oha. Okay, fehlende Kerndaten. Und, aber hier aber Kerndaten ermöglicht, die Sicherheitssysteme abzuschalten. Okay, das machen wir mal. So, wie viele Forschungspunkte habe ich noch? 15. Okay, Kerndaten, was ist das hier? Verbessert die automatische Ausschaltung mit der Fähigkeit der Ampelsystem zu... Ja, dann machen wir das nochmal. Ja, sollte reichen. Sollte reichen. Aber ich wollte mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Neben. Oh shit, dein Ernst, Alter? Hallo? Muss ich wieder warten? Josh, bitte sag, dass das nicht das ist, was ich denke. Marcus, hörst du mich? Was denn? Ja, jetzt höre ich dich. Ich werde getrollt. Wurde unser App-Server gehackt? Vielleicht solltest du herkommen, wenn du kannst. Alles klar, wenn das Hauptquartier ist, dann können wir da eigentlich mal eine kurze... Nein, das ist falsch. Eine kurze Schnellreise hinmachen, oder? Hä? Doof. Hau mal ab hier. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Das müsste doch hier oben sein, oder? Headquarter. Naja, dann machen wir mal schnell. Ladebildschirm hatten wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Wenn ich sie nicht vergessen habe, auszuschneiden. Aber ich finde es schön, dass das jetzt mal relativ schnell geht. Es sei denn, es bleibt da die ganze Zeit stehen, dann ist das natürlich... Aber was soll man machen? Mikro wackelt. Krieg dich mal wieder ein, ey. Wenn du mit der Kamera-App Fotos aufnimmst, kannst du den Winkel... Ja, das ist sehr schön. Danke. Habe ich mein Leben lang drauf gewartet. Was sonst? Scheiß Lenny. Bürger der Welt, darf ich um eure erbärmliche Aufmerksamkeit bitten? That's it. Ist ein Haufen Loser, die eure Newsfeeds spammen. Sie täuschen vor, die Retter eures freien Willens zu sein. Aber eigentlich sind sie nur ein paar Script-Kiddies, die einfach alles tun würden, um berühmt zu sein. Das hört jetzt auf. Ich erteile jetzt DedSec eine Lektion. Und DedSec. Wenn ihr denkt, ich werde und kann euer System nicht zerstören. Tja, dann bitte erlaubt mir, dass ich mich jetzt vorstelle. Sag, dass das nur Kiki ist. Es ist nur Kiki. Wir stecken die Katzen ins Tierheim. Josh versucht, den Codeschlüssel zu knacken. Oh, sei still, verdammt! Ah. Okay, also, heißt das Krieg für uns? Wir lassen uns doch von diesen Trollen nicht in die Scheiße ziehen. DedSec wird nicht klein beigeben. Und dann? Aber was bringt uns ein Krieg mit denen? Das knackt die Scheißsperre nicht. Es ändert rein gar nichts. Sie sind drin! Ach, scheiß drauf! Hey, hört mal her! Primate darf uns nicht aus der Bahn werfen. Wir müssen das clever angehen. Okay. Primate verkauft Zero-Day-Exploits an jeden, der Geld hat. Verdammte Regierungen, Bloom, Noodle, selbst beschissene Terroristen. Die Sons of Ragnarok. Was? Oh. Mann, ja, die Sons of Ragnarok. Die verkaufen sich doch an die Sons of Ragnarok, oder? Finden wir also so viel wie möglich über ihre Leute und ihre Operationen raus. Wir werden nicht klein beigeben, für niemanden. Hey, Josh, Mann, was ist denn los? Jetzt ist Krieg. Weg. Ich setze die Nachricht in die Backchannels. Diese Typen haben mit Sicherheit Feinde, die Infos für uns haben.
Okay, verpassen wir ihnen ein Fisting. Ich glaube, unser Sieber Josh steht darauf. Okay. Arbeitet weiter an Kiki. Ich werde mich mal mit Lenny unterhalten. Weißt du, wo sie ist? Sie hängt gerne in diesem Club im Castro ab. Ja, ciao. Entschuldigung. Das Ding ist bloß das Video, was wir da gerade gesehen haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Mir ging es eher auf den Sack, als weil, dass ich jetzt gefühlt hätte, dass das eine totale Bedrohung ist. Ich meine, die Leute werden das wahrscheinlich besser wissen. Aber... nein. Warum macht man das so? Verpiss dich. Scheiß Newsfeed hier, will kein Mensch hören. So. Wow. Ein Nödelbus. Und bitte sag mir, dass ich das Ding so fahren kann. Jo, das ist total sicher. So. Entschuldigung. Nein, natürlich nicht. Nein, die haben nichts. Okay. Ich weiß nicht, inwieweit ich das überhaupt nutzen werde, aber wenn ich, denke ich mal, krass verfolgt werde und wieder 5 Sterne habe, ist das, glaube ich, mit den Ampeln schon gar nicht so schlecht. Das hat mich dann wirklich eher mehr an den ersten Teil, da war das nämlich hauptsächlich, wie ich gearbeitet habe. Mit dem Algorithmus, den wir von Noodle gerippt haben, stimmt irgendwas nicht. Alle Daten, die er ausspuckt, sind falsch. Soll ich vorbeikommen und nachsehen? Ja, wenn's geht. So gut wie erledigt. Oh, bin da. Okay, ich bin anscheinend noch nicht da. Toll, hätte ich auch reinfahren können, oder? Was nun schon wieder? Alter, laufe doch mal. Hä, wo ist denn der Typ? Wo? Hä? Kann ich hier rein? Hä? Willst du mich verarschen? Hä, warum komme ich... Hä? Komme ich hier rein? Ah, okay, hier komme ich rein. Moin. Erzähl mir was. Echt krass. Sieht gut aus. Bist du bereit für den Chip? Moment. Ich genieße noch. Ah, schau dir den Loser an. Und? Wie viele Schoßhündchen versuchen gerade alles, um meine aufbruchssichere Sperre aufzubrechen? Ehre, wem Ehre gebührt. Also, soll ich ganz freundlich fragen? Du könntest mir den Schlüssel auch einfach geben und ich bin weg. Was? Das ist Ransomware, Motherfucker. Was willst du dann dafür? Ah, ihr sollt einfach nur eins von euren albernen Videos machen. Wow, ich wusste gar nicht, dass du ein Follower bist. Ah, ihr wollt doch nur, dass der Pöbel euch anhimmelt. Nicht mit mir, verdammt. Fuck! Ich will eine öffentliche Übertragung. Dass DedSec nicht mal 2 Sekunden, geschweige denn ganze 15 Minuten Zeit in der Öffentlichkeit verdient. Pepp es auf. Mit ein paar Tränen. Ist das alles? Klar. Erstmal. Wenn ihr das nicht macht, fange ich an, Namen zu nennen. Genau. Namen. Identitäten. Ein richtiges Who is Who, Bitch. Mann, sieht aus, als hätten wir nicht wirklich eine Wahl. Mach dein Ding. Mach's gut. Also dann, hau doch jetzt erstmal ab und mach das Video für mich. Hä, sollen wir uns jetzt selber diffamieren oder wie darf ich das verstehen? Oh, warte mal. Was will sie? Dass wir ein Video posten, in dem wir uns dissen. Das kommt gar nicht in Frage. Die sollen ihre Nachricht bekommen, aber wir reiten sie richtig in die Scheiße. Also, Primate lädt für Ragnarok Malware in Bankautomaten. Geldautomaten, Leute. Das läuft über ihren Lieblingstreffpunkt, Rhonda's Diner. Ich schick Ghouli, der soll sich das mal ansehen. Triff dich mit ihm, wenn du dort bist. Alles klar. Gut, boah. Pfui hell. Ich weiß nicht, ob ich die Follower jetzt auch noch abgrasen muss. Ich hoffe nicht. Wie weit ist denn das? Ist das weit? Ach, fuck. Warte mal. Wo ist meine Karre? Wo habe ich nie... Entschuldigung. Fuck, jetzt muss ich die stehen lassen. Aber wir nehmen mal hier kommen. Das wird doch keiner vermissen, oder?
Ich habe ein Bier getrunken, Mann, was willst du denn? Oh, fuck. Was willst du denn, Alter? Ciao. Was? Ich habe jetzt nicht zugehört. Handschuhfachplündern, antike Münzen, okay. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber na gut. Jo, das ist sehr schön. Was, mich? Mich lokalisiert? Ich hab nichts gemacht. Oh, warte mal, kann ich hier wieder... stell mich ab! War eine gute Fehlerung, die Karre. War gar nicht mal so schlechte Wahl. War der scheiß Ast. Okay, aber wirklich aus dem Potten kommt's nicht. Was war das jetzt gerade? Oder was ist das, eine neue Funktion? Entschuldigung, kann ich hier durch? Ja, ich kann nicht durch. Oh Gott. Gute Federung. Ich mach das schon. Warte, wir sind gleich da. Es dauert bloß noch eine halbe Stunde. Au. Ich hoffe nicht, dass ich über den scheiß Berg muss. Warte. So. Okay, ich muss auf den Berg. Das schaffen wir. Jawohl. Komm schon. Komm schon, Baby. Yeah. Ich weiß gar nicht, habe ich das überhaupt schon geschafft, eine Karre hier richtig in den Arsch zu kriegen? Doch, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge war das. Wow. Ne, in der ersten Folge auf jeden Fall nicht, dann in der zweiten oder dritten Folge. Alter, wo bist du hier hin? Hä, wie weit ist denn das noch? Ich dachte, wir wären schon längst da. Alter, der Karre sieht echt scheiße aus. Wow. Silicon Valley, ja, schön. Alter, wo ist denn? Wow. Da ist ein Haus. Warte, ich krieg das hin. Ich krieg das im Wagen versteckt, natürlich. Bin ich hier... Hä, hänge ich jetzt auf einer Mauer fest? Alter, ich krieg das hin. Okay. Ah, Kamera drehen. Party. Oh. Warte. Ich komme hier irgendwie raus. Größer. Oh. Vorsicht. Nein, da ist schon wieder ein Baum. Vorsicht. So, warte mal ganz kurz. Ich muss mal gucken, wo das überhaupt ist. Jetzt sag mir nicht im Hauptquartier. Nee, das ist Nebenaktion. Hä? Ach, hier drüben. Hä? Nicht mal verstecken gedrückt. Ja, Entschuldigung, warte mal kurz. Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Warum hängst du dich da immer? Willst du mich verarschen? So. Oh. Die Polizei ist Schnauze. Ich häng fest. Fuck. Dreckkarre. Schade, lief so gut. So, eine Runde raus hier. Wir haben fast wieder dieselbe Karre, oder? Wow. Die ist ein bisschen schwammig. Oh, Spielplatz. Wow. Entschuldigung. War nicht so geplant. Oh Gott. Das wäre auch eine scheiß Idee gewesen. Einfach vor der Brücke zu jumpen. Ich bin gleich da. Warte, ich nehme mal die Holperstrecke. Ist wie eine Massage für den Rücken. Wunderprächtig. So, da sind wir doch endlich hier. Boah. Nice. Alter, habe ich ein Glück. Ich dachte, die suchen mich. So. Kann ich hier durch die Leitplanke? Natürlich nicht. Die Bar kommt mir auch aus dem ersten Teil irgendwie bekannt vor. Warte. Ach, ich hasse Bäume. Komm. Also in dem Spiel. So. Entschuldigung. Ich packe mal so ein. Nicht gut. Wieso? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nö, mir geht's gut. Ich fahre immer so. Was ist? Yo, Gulli. Was geht, Retro? Die Ragnar-Jungs haben Primate für Automaten-Hacks angeheuert, hm? Die Suns setzen schon lange Kreditkarten-Skimmer ein. Kommt nur wenig bei rum. Aber das Primate Malware in Geldautomaten lädt, hat ihren Cashflow verdreifacht. Ach, das wette ich. Der Code skimmt die Daten und schickt Primate eine Kopie. Weder der Benutzer noch die Bank kriegen das irgendwie mit.
Ah, aber wir? Ja, wir schon. Ihren Code zu manipulieren wird leicht. Stell dir vor, wie angepisst die Sons of Ragnarok von Lenny und Prime 8 sind, wenn der Operation irgendwas zustößt. So soll's sein. Das wird ziemlich gefährlich. Halt dich besser zurück, Uli. Okay, Mann. Viel Glück. Versauen wir ihnen die Operation. Heißt das, ich muss jetzt in die Bar? Jo, wir müssen auch in die Bar. Na denn. Ich hoffe, das gibt jetzt nicht wieder Probleme. Ihr wisst ja. Schleich dich doch nicht an, Mann. Okay, Bankautomaten sind hier. Zerstör die Automaten, wie du willst. Hab's gehört. Bist du auch Stress? Okay, vielleicht. Ich weiß nicht, ob die Stress wollen. Okay, hier ist ein Scheißhaus. Die Kacke ist, sie sehen mich ja alle. Oh fuck, oh fuck. Fuck, 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 fuck. Aber anscheinend kann ich hier auch rumballern, also. Warte mal. Nee, ich hab die größere Wumme, Junge. Hä, Alter! Entschuldigung. Au, von wo, von wo, von wo? Ernsthaft? Oh fuck! Okay, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Vielleicht sollte ich so vorne rauslocken. Hupsi. Aber wer kann denn ahnen, dass das auf einmal so scheppert hier, ey. Ich meine, diese Jungs sind gut vorbereitet. Darauf war ich aber nicht vorbereitet. Aber warte, wir haben die größere Knarre. Wir machen das schon. So, machen wir gleich mal hier. Tschüss. In der Nacht macht es sich, glaube ich, besser, wenn ich so operiere, oder? Ja, toll. Tor offen. Okay, Bankautomaten sind hier. Zerstör die Automaten, wie du willst. Aha, aha. Da ist ein Eindringling. Kümmert euch drum. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn treffen muss. Ah, fuck. Welcher? Ach, hier. Ah, shit, der versteckt sich. Halt von. Wo. Okay, warte. Alter, ich hab das auf Warte. Lass mich doch mal hier mal in Deckung gehen, Junge. Ah. Okay, die kommen alle raus. Schön. Oh, fuck. Ja, toll. Oh, fuck. Renner, Mann! Nicht schleichen, rennen! Das war knapp. Fuck. Oh ja, jetzt kommen wir noch die Grillen oder was? Ciao. Ja, sicher bin ich bewaffnet, Mann. Hast du mir die Leute angeguckt hier? Juhu. Hä? Ich war. Oh Gott! Ciao. Au. Nein, hast du nicht. Au. Ausruhen. Ja, toll. Mach Sachen. Warte, jetzt lass mich erstmal hier hinten hin. Hier hinten ist, glaube ich, alles sauber, oder? Oder? Och nein! Der fucking Heli. Nehmen Verfolgung auf. Verdächtiger in Sicht. Der fucking Heli. Ach, da muss ich hin. Wo bist denn du, Mann? Au. Piss dich. Nein, nicht nach. Oh, Scheiße. Komm, mach hin. Oh, fuck. Oh fuck, Alter, der Hund! Nein. Au. Habt ihr nicht. Oh, Dreck, Alter, der Hubschrauber nervt mich, wieder zu sterben. Warte.
Ich gehe mal in die Bar. Vielleicht ist das sicherer. Na gut, wenn wir schon mal hier sind. Kein Sichtkontakt zu ihm. Ich hasse den Hubschrauber. Wäre schön, wenn ich jetzt im Fluchtmodus wäre, aber nee. Oh. Fuck. Verdächtiger gesichtet. Wo? Kein Problem. Gut. Ey, ich muss unbedingt den scheiß Heli wegkriegen. Auf! Alter, von wo? Willst du mich verarschen? Von wo schießen die denn? Dein Tattoo ist cool. Danke. Ich hab zwar keins, aber okay. Hä, von wo schießen die denn? Die Scheiße ist ja, ich muss ja wieder raus. Krieg ich den hier weg? Hier fallen Schüsse. Wir sind unterwegs. Ich kann nicht durch Fenster schießen? Ich bring sie zur Strecke. So oder so. Warte. Au. Wenn ich den nicht wegkriege, dann hat es sowieso keinen Sinn. Werfe eine Granate. Jo, werf mal. Oh, fuck. Scheiße! Oh, drückt eh. Okay, vielleicht sollte ich es doch mit meinem Jojo versuchen. Ich dachte, ich schnetzle die alle weg, aber mit den Bullen, ja gut, daran hätte ich eigentlich denken müssen. Fuck. Ja, komm, lad mal ein bisschen schneller hier. Ich will mal ein bisschen Rache hier. Ein bisschen. So, ich muss da hinten hin. Das Ding ist, die sehen mich ja auch. Da komme ich nicht einfach so rein. Wenn ich den kalt mache. Aha. Okay, Bankautomaten sind hier. Zerstör die Automaten, wie du willst. Okay. Ich muss halt bloß gucken, dass mich hier keiner sieht. Okay, der vorne kann mir eigentlich am Arsch vorbeigehen. Vorsicht. Ach, das behinderte Gemauze, das ist von hier. Okay, da unten steht auch einer. Hier müsste ich eigentlich von... Hä? Soll der mich jetzt auf einmal gesehen haben? Ich meine, hier kann ich es verstehen. Ist auf die andere Seite rüber. Okay, das hat funktioniert. Wo? Wo denn? Hä? Wer denn? Toll, ich muss von der anderen Seite ran, oder? Scheiße. Oh, ach hier. Ist das das Richtige? Ah, okay. Alles klar, Nummer 1 haben wir. Wer soll mich denn da immer sehen, Mann? Ist da überhaupt keiner? Die hier unten oder was? Ich nehme mir erstmal den vor. Fuck. Vielleicht in Mamis Keller. Ich denke, da sollten wir Lenny mal fragen. Da traue ich nur so weit, wie ich sie will. Na toll. Nein, Mann, Lenny ist cool. Oh, warte mal. Wollt ihr das nicht ausschalten? Ich hoffe, sie hat ihr Team. Das ist nice. Ja. Keine Ahnung, ob denen zu trauen ist. Jetzt darf ich es bloß nicht verkacken. Ja, nicht warten, Mann. Nein, macht hier keiner. Na, mache. Da brauchen wir bloß noch einen. Alter. Scheiße. Na, toll. Oh, fuck. Oh! Such den anderen Weg! Wow! Wohl. Kannst du mal schneller schwimmen? Das war vielleicht gar nicht so blöd. Alter, was machen die? Ich war's nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt aus der Gefahrenzone hier raus darf überhaupt. Na toll. Kann ich auch irgendwie tauchen?
Kann ich irgendwie hier drunter schwimmen und lass mich... Nee, kann ich nicht. Okay, er sieht mich nicht, er kommt... Er ist dumm. Bleib wachsam, findet ihn. Oh, wie viel Glück muss man haben? Okay, so viel zu dem Thema. Hey! So viel zu dem Thema. Vielleicht gelingt es mir ja nochmal. Ja. Hast du toll gemacht. Wehe, das Ding erwischt mich. So kann man es natürlich auch machen. Der nächste bitte. Hä? Alter. Okay, ich habe ihn weggepustet. Nur, Alter. Au. Alter, macht euer Boot nicht kaputt. Seid ihr doof? Aber ganz ehrlich, so viel sind das doch gar nicht mehr. Ich mach die jetzt trotzdem weg, ist mir sicherer. So, du bist weg. Und du bist auch gleich weg. Hä, wo kommst du jetzt her, Mann? So, tschüss. Damit ich meine Ruhe habe und jetzt können wir endlich... Endlich den letzten Geldautomaten holen. Position gesendet. Wochenende 10, 13. Was? Worum handelt es sich? Hallo? Nicht fahren, Alter. Du sollst einfach bloß rübersteigen. Oh, na toll. Die Hände stütet. So. Mir egal, ob der Alarm losgeht. Erstmal hacken und dann raus. Hoffe ich doch jetzt mal. Okay, verlassen den Balkon. Alles klar. Sie haben es kapiert? Als würden eine Zentrillion mit Zero Days verarschte Leute vor Dankbarkeit aufjubeln. Komm ich hier hoch? Haben, das den Sons zu erklären. Kann ich mich hier hochbacken? Wie hier zwischen? Ja, das sieht ganz gut aus. Und ja, ich weiß, ich laufe. Ich sollte vielleicht eher ein Auto nehmen, aber naja, egal. Obwohl, was denn? Das nervt. Ist das die Alte wieder? Ronders Restaurant, ja, schön. Ist das die Alte wieder? Hä? Ach, da steht einer. Hab mich schon gewundert. Warte mal, warte mal, warte mal. Boah, toll. Ich brauche eine Kiste. Ah, warte. Einen wunderschönen guten Abend. Darf ich mir ganz kurz mal ihr komisches... Au. Okay, dafür wird ausgeliehen. Komisch, läuft momentan keine Musik. Doch, ihr werdet wahrscheinlich Musik im Hintergrund hören, auch wenn die nicht wirklich zum Spiel passt. Aber ey. So, eine Runde raus und dann, ich schätze mal, wieder zurück zur Zentrale. Obwohl, die Karre geht eigentlich. Mission abgeschlossen. Zum Teil. Mit Sicherheit zum Teil. So, warte mal. Hallo? Doch, war richtig. Nein, war nicht richtig. Darf ich vielleicht mal ganz kurz... War das hier im Park überhaupt? Ja, doch. Schnellreise nicht verfügbar. Okay. Du dämlicher... beschissener Hamster. Septischer Müll. Rosa. Danke. Lenny, du solltest dich mal im Callcenter bewerben. Also, wir machen dieses Video-Ding nicht. Weißt du was? Macht, was ihr wollt. Ist mir total egal. Alles klar, egal. Machen wir. Gebe ich einen Scheiß drauf. Ich weiß, dass euer Server noch gesperrt ist. Noch. Oh, fuck. Das ist schön. Ist jetzt eigentlich Schnellreise... Aua, aua, aua. Ist jetzt... Hallo? Ist jetzt Schnellreise eigentlich verfügbar? Warte. Jo, funktioniert. Hallo, hä?